Ich leite eine Heilanstalt, nicht ein Zuchthaus. Drei vermeintlich geisteskranke Physiker, Morde an zwei Krankenschwestern und eine Weltformel, die zur Vernichtung der Menschheit führen könnte. Was steckt dahinter? Die Theatergruppe Großes Welttheater Rottgau führte die Premiere ihrer Interpretation des Stückes Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt im DRK Seniorenzentrum Fiedlersee in Darmstadt auf. Es geht um drei Physiker, die sich begegnen in einer Irrenanstalt. Sie wissen nicht, dass sie Physiker sind. Alle halten sich gegenseitig für verrückt. Aber dann kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Die beiden Spione versuchen, den Möbius, der die Weltformel gefunden hat, zu enttarnen. Die 18 Darsteller proben bereits seit einem Jahr. Der Auftritt im Seniorenzentrum diente also als gute Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Doch nicht nur das, es ist auch eine tolle Unterhaltung für die Bewohner. Es ist ganz wichtig, nicht nur Theater, sondern dass überhaupt in alten Pflegeeinrichtungen was passiert. Und wir als Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes hier in Darmstadt legen da besonderen Wert drauf, dass wir kulturelle Veranstaltungen haben, dass wir verschiedene Aktivitäten haben, dass wir die Welt von draußen reinholen. Die Rentner waren begeistert. Etwas Abwechslung in den Alltag bringen, das ist gelungen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass uns so was Gutes hier geboten wird. Ja. Ich bin immer gern ins Theater gegangen, ja. Wer Lust bekommen hat, sich das Irrenhaus des Großen Welttheaters anzuschauen, kann dies am 17. bis 19.10. und am 23. bis 25.10. im Bürgerhaus Weißkirchen-Rottgau. Weitere Infos gibt es auf www.welttheater-rottgau.de.